Ich habe in meinem Leben mindestens schon über 10.000 Mal geschissen. Geht eigentlich wirklich nur darum, dass ich absolut keinen Wert auf Menschlichkeit lege, auf sozialen Stand oder Aussehen. Ich möchte einfach nur meinen prallen Hoden entladen. Und genau deswegen rede ich gerade mit Ihnen. Bin ich da an der falschen Adresse? Nee, wir haben uns selbst unterhalten. Ich muss kaufen. Ich muss. Interessiert mich nicht jeder eine Euro, sonst kommt er mir rein. Axorov. Die Leute. Können Sie bitte meinen Darm reinigen? Die Rezeption? Hey, wer ruft mich an? Die Rezeption Brückner? Na, ich grüße Sie. Ich bin aus dem Zimmer 5624. Mein Name ist Moor. Nein. Doch. Und wie kann ich Ihnen jetzt helfen? Na, ich hätte gerne ein paar Nutten aufs Zimmer bestellt. Was hast du aufs Zimmer gegen geschickt? Nutten. Tja, da sind Sie bei mir leider falsch. Das hört sich aber nicht so an. Da schmeckt der Kaffee. Möchten Sie mich damit überbrühen? Er greift die Flucht ins Taxi. Oder? Soll ich die Polizei holen oder was? Habt ihr ein Problem? Was? Na, auf keinen Fall. Nee. Entschuldigen Sie, suchen Sie sich mit Bedacht die Hose aus. Hey, es ist wichtig. Lass den Mann in Ruhe! Entschuldigen Sie, ich habe mal eine kurze Frage. Dürfte ich in Ihrer Handtasche ejakulieren? Sie sind wohl verreckt geworden. Und Alter, wenn wir dann... Japaner! Und wenn wir dann halt wieder... Die Bahn ist voller Menschen. Hitler! Ja! Der Erzfeind. Mich komm, lauf, du Vogel! Warten Sie mal kurz. Und dürfte ich Sie vielleicht in diesen Zylinder verschwinden lassen? Nee, wir wollen nicht verschwinden. Junger Mann, entschuldigen Sie, kann ich Sie kurz um Gefallen bitten? Hier scheint ziemlich stark die Sonne und ich habe ein Sonnenschutzmittel zu Hause vergessen. Dürfte ich dazu Ihr Sperma verwenden? Dürfte mein Freund Manuel in die Waschmaschine urinieren? Oh Mann, die Kirche muss weg. Weg mit der Kirche! Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nur was fragen. Und zwar, wo haben Sie denn dieses Pferd gekauft? Welches Pferd? Na, das Pferd an Ihrer Leine. Das habe ich weißig gekauft. Okay. Ich habe mein Pferd mit meiner eigenen Vorhaut stranguliert. Drin außer mein Sperma, weil ich mir während des Einkaufens einen auf die billigen Lebensmittel gewichst habe. Du Gesicht! Junger Mann! Darf ich Ihre Nasenhaare kosten? Gott schütze Sie. Ach, die auch. Dankeschön. Entschuldigung, dürfte ich mich Ihrer Gruppe anschließen? Ich habe heftigen Samenstau. Das ist jetzt gut, ja? Na, dann müssen Sie mal über die Wiese gehen, ja. Schaut dann im Brennpunkt und alle, die Bescheid wissen. Was zum Teufel? Das ist der Anusbefeuchter? Nee. Oder ist es ein Nasenbefeuchter? Kann man das Gemüse alles als Sexspielzeug verwenden? Oh, also nur ab einer gewissen Länge wird es doch interessant. Wir halten es extra, dass es entsprechend ab. Ja. Dürfte ich an Ihren Zopf nuckeln? Das Aftershocks? Ja, das sind Geräte, die man sich in den Darm einführt, die Elektroschocks in den Enddarm verpassen. Inwiefern kann man denn hier seinen Darm schocken? Am besten selber mal ausprobieren. Ach so. Ich möchte in Ihnen leben. Naja, also das Essen ist ein bisschen ausgeartet. Also naja, das ist schon ein ganz schönes Schlachtfeld. Hege geht jetzt. Heute wird sich flüssig ernähren. Sie, können Sie uns beiden die Vorhaut zunehmen? Mensch! Yeah. Mama! Nein! Yeah. Hallo? Ja, schönen guten Tag. Ich wollte Ihnen bloß mitteilen, dass ich 50 Kilo Scheiße in Ihrem Briefkasten hinterlassen habe. Ich verlose diesen Rentner. Das ist ein sehr schöner Rentner. Ha ha ha!
Ja, und die Warnschuss-Lobbits befinden sich gerade im McDonald's und der Max kriegt hier eine Wurst. Was? Ja, also, das ist hier die Lars Kings goldene Mütze. Link ist in der Beschreibung. Ja, einen analen Burger bitte. So, sprichst du mit mir mal Deutsch, bitte? Entschuldigen Sie, die Herren, dürfte ich mir ein Häppchen greifen? Japaner! Japaner! Ja. Ich bin der Marius! Ah, freut mich, Servus! Das ist Inkognito Spastico! Achso, schönen guten Tag! Spastico, ja? Inkognito Spastico, vergessen Sie nicht! Marius! Marius! Ich bin doch Marius! Ah, und wer bist dann du? Ich grüße Sie. Wissen Sie, wo man hier Kontakt mit der Heimleitung aufnehmen kann oder so? Da müssten Sie mal entweder hochfahren, ja? Erste Etage und die kleine Stecke nach links. Ich danke Ihnen. Vorstuhl, die erste Etage fahren. Vielen Dank. Da ist jemand da. Oder? Ausgezeichnet. Erste Etage. Hier. Hier? Na, hier durch die Tür. Guten Tag! Ich bin gerade erschrocken. Ach so. Nee, guter Mann, wo finden wir denn hier die Heimleitung? Die Heimleitung, der Mann möchte angemeldet werden. Oh Leute, ich muss jetzt nicht. Nee, das ist meine Transengroßmutter. Wirklich? Diesen Tag. Nee, scheiße. Ach so. Was? Hallo, wer ist das? Ja, wer ist also das wurden das hier? Na, ich bin geistig verwirrt. Ja, aber das ist ein Kopfzeug. Ja, okay, wir suchen die Heimleitung. Wir sind auch. Wir suchen die Heimleitung. Ja, Heimleitung bin ich heute. Raus jetzt. Ach so. Aber nein. Das war keine gute Empfehlung von Ihnen. Vom Knurren im Magen. Das Spiel kann man für 5 Euro nachkaufen. Ja, jetzt guck dir lieber mal das an. Ich hab einfach nur Angst, dass wir jetzt unser Essen nicht kriegen, weil wir uns total daneben benehmen. Fick deine Oma! Die Gesichtsmensch! Ja! Ja! Bleib mager! Was halten Sie von der Thema Spielsucht? Das weiß ich gar nicht, was das ist. Na, wollen Sie mit ins Casino? Nein, ich möchte nicht ins Casino. Dieser Mann führt sein Abendessen aus. Entschuldigen Sie, wissen Sie, wo man hier gut randalieren kann in der Altstadt? Keine Ahnung. Es gibt hier keine Toiletten. Das ist langsam wirklich sehr unangenehm. Das ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Darf ich Sie als Toilette missbrauchen? Geradeaus, geradeaus, weiter. Jetzt, schrei! Junges Fräulein, könnte ich Sie mal was fragen? Und zwar suche ich in der Nähe ein Kuckucksnest, wo ich mich entsaften und entladen kann. Können Sie mir da weiterhelfen? Leider nein. Ist nicht so schlimm, dankeschön. Im Kuckucksnest, da sitzt man einen Stuhlgang fest. Tridalalala, tridalalala.